Immer wieder zu Samantha. Und wieder Trübsal blasen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber du hast doch schon gegessen. Das bisschen Sushi zählt wohl kaum, obwohl es um einiges gesünder ist als die Tiefkühlkost, von der du dich ernährst. Wenn du so weitermachst, dann werde ich dich jeden Abend vom Büro abholen und dafür sorgen, dass du was Vernünftiges isst. Also, wenn sie mich hier auch ohne Krawatte reinlassen, dann werde ich dich jetzt zum Essen einladen. Keine Bitte. Unzucht vor meinen Augen. Kommt sofort her und steht Rede und Antwort. Wir können auch woanders hingehen. Nein, schon gut. Ich habe keine Lust, ihm ständig auszuweichen. Sei so nett und frag schon mal, ob sie einen Tisch für uns haben. Komm ruhig und nimm Platz, du Albtraum meiner schlaflosen Nächte. Könntest du diesen Unsinn vielleicht lassen? Wer passt dir nicht in den Kram, meine Liebe? Immer raus damit, für dich tue ich alles. Möchtest du vielleicht deine Eltern verklagen, weil sie dich geboren haben? Oder wollen wir lieber jemand anderen verklagen? Leidest du unter Depressionen? Fühlst du dich müde und total ausgelaugt? Dann tippe ich auf Eisenmangel. Es könnte aber auch etwas mit deinem Seelenheil zu tun haben. Wir verklagen einfach beide, deinen Priester und deinen Arzt. Danach setzen wir alles aufs Spiel und verklagen auch noch Gott. Und zwar wegen himmelschreiender Unfähigkeit. Aber vermutlich leidest du an der schleichenden Vergiftung deines Lebens. Ich weiß, dass du denkst, du könntest, wenn du dir selber wehtust, wieder gut machen, dass du mir wehgetan hast. Aber das kannst du vergessen. Wieso willst du die hier Anwesenden nicht auch therapieren? Möglicherweise kommt dann etwas mehr Schwung in den Laden. Du analysierst die Penner, ich wisch ihre Tränen ab und später dürfen sie sich so richtig volllaufen lassen. Wofür bestrafst du mich? Sag nur, du kennst den Unterschied nicht zwischen Bestrafung und Bewunderung. Offensichtlich nicht. Und du? Julia, kommst du? Tut mir leid, aber mir ist der Appetit vergangen. Warten Sie! Was halten Sie davon, wenn Sie sich einen roten Seidenschal zulegen? Sie müssten der Typ Mann sein, bei dem sowas unwiderstehlich wirkt. Sie haben ja recht. Was versteht jemand wie ich von Frauen? Na los, laufen Sie ihr nach! Das ist die Chance, auf die Sie so lange gewartet haben. Braunen Reis und sie denkt, dass Ratatouille eine Erfindung des russischen Geheimdienstes ist. Ich habe nichts mit Julia. Setzen Sie sich, bevor Sie noch umfallen. Und Kopfkissen hat sie ein Spleen. Die wechselt sie zweimal pro Woche. Auf Haarspray sollten Sie verzichten. Sie bekommt Tobsuchtsanfälle, weil die Bezüge davon klebrig werden. Also gut, dann reden wir jetzt über Sie. Michael, ich würde mir nie verzeihen, wenn ich Ihnen das Herz breche. Sie haben wieder angefangen zu trinken. Ich finde Sie auch ohne Seidenschal sehr attraktiv. Und Sie wissen aus eigener Erfahrung, wohin das führen kann. Ich stehe auf Gespräche von Mann zu Mann. Lassen Sie Ihr dummes Gequatsche und hören Sie mir zu. Wenn Sie wieder davon loskommen wollen, dann sollten Sie auf den nächsten Drink verzichten und nach Hause gehen. Oder glauben Sie, dass Sie Ihre Probleme mit Julia in den Griff bekommen, wenn Sie volltrunken und zu keinem klaren Gedanken fähig durch die Gegend torkeln? Ihr Katholiken, ihr seid alle völlig unrealistische Schaumschläger. So einfach wie ihr glaubt, ist das Leben nicht. Doch, so ist es. Nicht jeder Fehltritt, den man Gott beichtet, wird auch vergeben. Oh doch, jeder Fehltritt. Ohne Ausnahme. Erzählen Sie das Ihrer Großmutter. Wenn Sie noch lange so weitermachen. Vorwärts! Komm, setz dich zu uns. Wir diskutieren gerade darüber, ob es noch länger tragbar ist, dass man in unserer Gesellschaft Asbestverseuchung toleriert und penetranten Schweißgeruch nicht. Wir haben gehofft, dass wir dich hier finden. Ist das ein Scherz? Nein, wir wollten dich fragen, ob du mit uns essen gehen willst. Tja, entschuldigt. Aber ich hab zu tun. Und betrunken verdaute sich außerdem auch so schlecht. Oh, da fällt mir gerade ein, dass ich noch einen Termin habe. Ein äußerst wichtiger Mandant, den darf ich auf keinen Fall warten lassen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz sicher, dass wir uns prächtig amüsiert hätten. Ich komme drauf zurück. Schönen Abend noch. Er rennt nicht ihretwegen weg.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe vielleicht eine Idee. Oh! Was war denn das? Die Rache für den Schneeball, den du mir vor 20 Jahren in die Hose gesteckt hast, denn ich bin wie ein Elefant. Ich vergesse nie etwas. Oh, ist das kalt! Das hat der Schnee nun mal so an sich. Wo hast du den her selbst gemacht? Aber nein, das ist echter Schnee. Ich habe ihn extra einfliegen lassen. Natürlich, was denn sonst? Und von woher? Das ist hiesiger Schnee, aber er gleicht haargenau dem, mit dem du in Chamonix ein gewisses Körperteil von mir konservieren wolltest. Unglaublich! Ach so. Und hat es funktioniert? Naja, das musst du schon selbst herausfinden. Aha. Ich finde, wir waren schon viel zu lange nicht mehr dort. Wir sollten mal wieder hinfahren. In unsere Hütte? Aha. Nein, wir haben keine Zeit dafür. Den nehmen wir uns einfach. Wie wär's nächste Woche? Damit du Gelegenheit hast, dir etwas Warmes zum Anziehen zu kaufen. Wir können doch nicht alles stehen und liegen lassen und einfach Erzähl verschwinden. Erzähl mir nur nicht, dass die Kinder uns im Moment so dringend brauchen. Die kommen ohne uns zurecht. Du hast mir doch immer gepredigt, dass sie ihr eigenes Leben führen. Wir werden nicht zusammenbrechen, wenn wir mal für einen Monat zum Skifahren verreisen. Das schaffe ich aber nicht. Wieso nicht? Ich kriege schon, wenn ich auch nur einen Tag auf Skiern stehe, O-Beine. Dann wirst du wohl oder übel das Haus hüten müssen, während ich Skifahre. Ich kann das natürlich alles auch ohne dich. Sieh mich nicht so an. Das war doch nur ein Scherz. Es geht mir nicht ums Skifahren. Hm? Ich will mit dir im Bett liegen, Cognac trinken, im Mondlicht deinen nackten Körper bewundern. Glaubst du, meine Mutter wäre damit einverstanden? Kann ich noch mal darüber nachdenken? Nein. Das ist ein Argument. So etwas biete ich dir. Soll ich dir mal was verraten? Ich habe schon sehr lange auf die Chance gewartet, noch mehr von dir konservieren zu können. Ist das kalt? Wieso hast du mich nicht gerufen, als du draußen etwas gehört hast? Ich habe gedacht, dass du sicher schon im Bett bist. Um diese Uhrzeit? Und wenn, wärst du dann gekommen? Ich fürchte, darauf kann ich mich im Moment nicht gerade verlassen. Schon gut, und außerdem hier fiel dir nichts auf? Ich habe gesehen, dass jemand wegrannte, aber es war zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Na gut, da kann man nichts machen, aber eins sag ich dir. Diesmal werde ich ihn schnappen und versuch nicht wieder, mich davon abzuhalten. Nein. Mir reicht's langsam. Weißt du, einen Monat lang dachte ich wirklich, dass du es tun würdest. Einen kurzen Augenblick glaubte ich, dass dein Hass groß genug ist, um mich zu erschießen. Dann wärst du mich und praktischerweise auch den Erpresser auf einen Schlag losgeworden. So etwas nennt sich, glaube ich, ausgleichende Gerechtigkeit. Laura, ich hasse dich doch nicht. Das ist das Netteste, das du seit langem zu mir gesagt hast. Tja. $10,000 noch heute Nacht. Keine Sorge. Uns fällt schon was ein. Das war Michael Donnellys Idee. Vielleicht klappt's ja. Kann sein, aber ich weiß nicht, wo er steckt. Und Kelly vernachlässigt in letzter Zeit auch die Familie. Die Familie muss nicht vollzählig sein. Wenn wir warten, bis alle mal vollzählig sind, passiert wahrscheinlich nie etwas. Sophia, was meinst du dazu? Ich schäme mich, dass wir auf Masons Alkoholsucht mit Hilflosigkeit reagieren und bis jetzt kein konkreter Vorschlag kam, wie wir ihm helfen könnten. Aber andererseits frage ich mich auch, ob wir nicht jemanden zuziehen sollten, der etwas Erfahrung mit sowas hat. Wenn Mason hier reinkommt und ein fremdes Gesicht sieht, wird er, das vermute ich mal, auf der Stelle kehrt machen und wie der Blitz wieder verschwinden. Und wenn er etwas nicht ausstehen kann, sind das Moralpredigten. Gut, aber ihr dürft nicht vergessen, dass jemand, der wichtig wäre, fehlt. Und ich wage es zu bezweifeln, dass sie kommen wird. Und ich fürchte, dass wir ohne sie nichts erreichen. Sie wird kommen, da bin ich ganz sicher. Überlasst Julia mir. Scotch mit Soda, bitte. Na, Mason, dich hätte es ja wirklich hart treffen können. Stell dir vor, die hätten hier nur Bourbon. Entweder leide ich an Verfolgungswahn oder aber mir läuft heute überall jemand über den Weg, den ich gar nicht sehen möchte. Genau wie in den guten alten Zeiten, hm? Und was war daran gut? Ich habe das von dir und Julia gehört. Und jetzt willst du die Jagd auf mich wieder aufnehmen? Nein. Das Kapitel ist schon längst abgeschlossen. Da staunst du was. Ich hätte selber nie geglaubt, dass ich irgendwann tatsächlich die Lust verlieren würde, hinter dir herzujagen. Wahrscheinlich habe ich dich damals ganz schön auf Trab gehalten. Stimmt. Ich bin immer noch ganz erschöpft. Das erste Mal seit langem, dass ich dich mit einem Drink in der Hand sehe. Das ist nicht der erste. Den habe ich schon vor, ach, was weiß ich, vor ein paar Tagen getrunken. Hör zu, Mason. Die verfluchte Trinkerei bringt dich doch keinen Schritt weiter.
Wieso tauschst du nicht einfach mal mit Julia die Rollen? Sie übernimmt den Part des Trinkers und du den des Nörglers, hm? Sieht es so schlecht aus? Das tut mir leid. Mason, ich will dir doch bloß helfen, weiter nichts. Ich würde am liebsten Taxifahrer werden. Sehr gute Idee, Glückwunsch. Ich will was von der Welt sehen. Ich möchte sehen, wie Bäume an mir vorbeiflitzen, auf denen Vögel zwitschern oder wie man das nennt. Inzwischen kann ich einen Vogel nicht mehr vom anderen unterscheiden, es sei denn, er wird vorher gekocht. Ich möchte von jedem die Lebensgeschichte hören und immer, wenn mich jemand etwas fragt, eine passende Antwort parat haben. Das würde dich auf Dauer mit Sicherheit anöden. Ist das nicht mit allem so? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich etwas von anderen erfahre, wenn ich mitkriege, was die denken, dann wird mir vielleicht klar, wie ich die Kurve kriegen kann. Du hast das geschafft. Wenigstens sieht es ganz danach aus. Ich weiß selber nicht wie, aber dabei spielen Bäume und Vögel keine Rolle. Ich bin eines Morgens aufgewacht und wie immer zuerst in die Küche gegangen. Irgendwie sah alles so seltsam aus. Da ist mir klar geworden, dass das nur bedeuten kann, dass ich mich verändert habe. Vielleicht hattest du in dieser Nacht Besuch von einem Engel. Das glaube ich nicht. Die sind ganz leise. Ich habe einen sehr leichten Schlaf, das hätte ich mitbekommen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich bestell dir einfach noch einen Drink. Und danach wirst du schön brav nach Hause gehen. Ist gut. Vielleicht triffst du einen Engel. Guten Abend, Ethan. Was wollen Sie trinken? Tja, eigentlich wollte ich fragen, ob ich einen Scheck einlösen kann. Es ist eine größere Summe. Klar, kein Problem. Wie viel? $10,000. Ethan, es gibt sowas wie eine Bank. Ja, aber ich brauche das Geld sofort. Entschuldigen Sie uns eine Sekunde, Mrs. Asher. Kommen Sie mal her. Dass Sie und Ihre Frau Probleme haben, ist kein Geheimnis, aber ich halte mich da raus. Nur wenn es um das geht, was ich mittlerweile vermute, sollte Gina besser aus dem Spiel gelassen werden. Und wenn ich etwas anderes höre, dann werden Sie mich kennenlernen. Gut, ich habe verstanden. Kriege ich nun das Geld? Ich brauche es wirklich dringend. Na gut. Sie haben Glück. Ich habe die Einnahmen von gestern Abend noch hier. Ich sehe mal nach, ob das Geld reicht, das im Safe ist. Danke. Na, alles mitgekriegt? Was ist denn los? Ethan lässt dich dieses Mal sicher einen Blick auf das Geld werfen, bevor du es einsteckst. Hier sind die Autoschlüssel. Ich brauche dich nicht mehr. Du kannst nach Hause fahren. Gut. Habt ihr wieder etwas von diesem Erpresser gehört? Wann hört das denn endlich auf? Heute noch. Dankeschön. Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way. Jetzt mal ehrlich, wie lange soll denn das noch so weitergehen? Dir ist, wenn du mich fragst, überhaupt nicht klar, wie du dich ihm gegenüber verhalten sollst. Und was mache ich denn falsch? Du solltest dir erst mal klar darüber werden, mein Kind, was du eigentlich willst. Wie oft er sich noch auf den Kopf stellen muss, bevor du ihm vergibst oder ihn abschießt. Aber bevor du das tust, würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen, ob du das wirklich willst. Entschuldige, aber darum geht es nicht. Denkst du etwa, das wäre eine Erziehungsmaßnahme? Aber ja, was denn sonst? Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber soweit ich weiß, war dir bewusst, auf wen du dich da einlässt. Ja, das stimmt. Dann verstehe ich nicht, wieso du jetzt so erschüttert bist, obwohl er sich vermutlich genauso verhält, wie du es von ihm erwartet hast. Du hast recht. Ich habe dafür keine Entschuldigung. Ich dachte, er braucht vielleicht nur sowas wie einen größeren Freiraum. Ich wusste, er würde mich anlügen. Dass er eine Schwäche für Frauen hat, habe ich gewusst. Und mir tatsächlich eingebildet, dass ich es, wenn es passiert, sofort mitkriegen würde. Das war wohl ganz schön naiv. Ich war fest davon überzeugt, dass ich einen kühlen Kopf bewahren würde. Sachlich und vor allem gelassen reagiere, wenn es passieren sollte. Ich hätte nie gedacht, auch nicht für eine Minute, dass er mich ändern würde. Ich dachte, es würde umgekehrt funktionieren.
Ich habe heimlich seine Manteltaschen durchsucht. Und mich telefonisch in den Hotels erkundigt, ob er wirklich dort ist. Über dich habe ich gelästert, weil du einen Privatdetektiv engagiert hast. Und dann gehe ich hin und fange selber an, rumzuschnüffeln. Weil ich wissen wollte, was er so treibt. Noch vor kurzem hätte ich vehement abgestritten, dass ich zu sowas imstande wäre. So kann man sich irren. Weißt du, wen ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue? Mutter. Sie hat auch immer behauptet, Daddy so gut zu kennen, dass sie ihn nur anzusehen bräuchte, um zu wissen, ob er wieder was angestellt hat. Aber das hat sie nicht im geringsten davon abgehalten, uns Kinder ständig zu löchern, ob wir wissen, wann er heimgekommen ist. Und ob er vielleicht wieder irgendwo Schnaps versteckt hat. Natürlich wussten wir nie etwas, weil wir Daddy ja fest versprochen hatten, Mutter nichts zu sagen. Damals fanden wir das ganz schrecklich, weißt du noch? Ja, das vergesse ich wohl nie. Und ich habe mir geschworen, dass ich meiner Tochter solche Spielereien ersparen werde. Ich weiß, ich habe auch geschworen, zu ihm zu halten. Doch jetzt gebe ich auf. Nicht etwa, weil er mich betrogen hat. Ich kann das, was ich versprochen habe, nicht halten. Nicht, wenn ich mir selbst treu bleiben will. Beautiful and get that way. I hold less and also lack a day. Although I can dismiss the memory of his kiss, I guess he's not. Das war wirklich ergreifend. Danke. Du siehst besser aus. Als wer? Oh, entschuldige bitte, aber mir ist aufgefallen, dass du dir erst einen Scotch bestellt hast. Ich wollte gerade aufbrechen. Das finde ich sehr schade. Ich dachte, dass du mir vielleicht einen Rat geben könntest. Es geht um eine Kapitalanlage. Ohne das nötige Fachwissen ist es sehr schwer zu entscheiden, welches der Angebote lohnenswert ist. Wir sollten es auf ein anderes Mal verschieben. Warte doch mal, ich könnte die Unterlagen nachher im Hotel vorbeibringen. Wie wär's in etwa einer Stunde? Da bin ich ja fertig. Glaubst du, dass du da noch wach bist? Ich denke, das schaffe ich gerade noch. Es sei denn, du wärst lieber allein. Es ist wahnsinnig still dort. Das Einzige, was zu hören ist, sind die Fernseher in den Zimmern der anderen Leute. Die schlafen nie. Vielen scheint es völlig egal zu sein, was sie sehen. Manche brauchen vielleicht sogar diese Geräuschkulisse, weil sie sonst überhaupt nicht einschlafen können. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Mason, hier ist ein Anruf für Sie. Sind Sie sicher, dass es keine Bombe ist? Ich glaube, Ihr Alkoholpegel ist überschritten, aber wenn Sie auf Kaffee oder sowas umsteigen wollen... Nein, vielen Dank, ich bin eigentlich schon weg. Ihr bitte. Mason Capwell, Rechtsanwalt. Hallo, Mason? Ist doch eine Bombe. Wie bitte? Mason? Wie hast du mich gefunden? Das war offen gestanden ziemlich einfach. Ich hatte nicht viele Möglichkeiten, das ist alles. Hör zu, könntest du nur kurz bei mir vorbeischauen? Ich schicke dir auch den Wagen, es geht um eine sehr wichtige Sache. Brauchst du mal wieder einen Rechtsbeistand? Jedenfalls geht es um etwas, das nur du für mich erledigen kannst. Heißt das, du brauchst ganz dringend einen trittfesten Fußabtreter? Nein, aber wenn du willst, werde ich dir dein reguläres Honorar dafür bezahlen. Ich habe ja nicht Nein gesagt, aber bitte schick nicht den Wagen mit den getönten Scheiben. Da fühle ich mich immer, als fahre ich zu einer Beerdigung.
meiner Beerdigung. Kannst du mir folgen? Was? Oh, ja, Sie sind richtig. Ja, soweit ich weiß, ist sie hier. Sekunde, bitte. Wollen wir jetzt essen gehen? Was meinst du, Ma? Telefon für Milady. Für mich? Danke. Wer kann denn das sein? Hey, warte, ich hab das Ding. Mason? Mason? Kennen Sie meine Mutter bereits, Phyllis Blake? Sie und Gina haben eine Mutter? Die zwei sind mir irgendwann zugelaufen, als ich selbst noch ein Kind war. Madame, ich bin wirklich außerordentlich beeindruckt. Mason, Sie sind doch aber wohl nicht der... Ehemann Nummer 5. Du meine Güte, dann kann ich das Kompliment nur zurückgeben. Hallo? Mrs. Timmons, ein Glück, dass ich Sie endlich erreicht habe. Brandon sagte mir, Sie wären vielleicht dort. Ich bin Mrs. Greason, die Lehrerin, die Brandons Videokurs leitet. Ja, was ist denn? Der Unterricht ist längst zu Ende und Ihr Sohn ist immer noch hier. Wird er bald abgeholt? Die Schule wird nämlich jeden Augenblick geschlossen. Das verstehe ich nicht. Er sagte mir, er wird nach Hause gebracht. Naja, wie dem auch sei, ich bin auf dem Weg. Dann werde ich ihm sagen, dass Sie kommen. Hat noch jemand das Gefühl, dass das hier eine Verschwörung ist? Komm, willst du dich nicht setzen? Bitte. Kaffee? Okay, ich denke, ich kann mir vorstellen, warum du mich hierher zitiert hast. Na gut, dann kommt mal zur Sache. Ich hab's eilig und bei meinem Stundenlohn kann so etwas teuer werden. Also, wer will zuerst? Mason. Wir versuchen nur, dich davon abzuhalten, dass du dich krankenhausreif trinkst oder gar ins Grab. Entschuldige, aber diese Idee ist ganz offensichtlich allein auf deinem Mist gewachsen. Also lautet das maßgebliche Pronomen doch wohl ich und nicht wir. Na, wie dem auch sei, wenn du dich dabei wohler fühlst, Dad, was soll der Geiz, dann gönn ich's dir. Dein Wohl. Vor einiger Zeit warst du schon mal in weit schlimmerer Verfassung als jetzt. Da war ich dann sehr stolz auf dich, weil du mit der ganzen Sache allein fertig geworden bist. Damals ist dir deine Verantwortung bewusst geworden. Du hast das Trinken aufgegeben und Julia endlich geheiratet. Ich rede hier von meinem persönlichen Stolz. Du meinst ja immer, dass mich bloß interessieren würde, was die Leute über uns denken, aber das stimmt nicht. Ich bin an diese Geschichten gewöhnt. Deine Baraufenthalte, deine zahlreichen Prügeleien, wie du das Geld mit Mädchen verprasst. Sogar in deinen besten Zeiten hast du für Zündstoff gesorgt. Das ist übrigens etwas, das mir an dir gefällt. Mir ist klar, dass ich kein gutes Vorbild war. Ich habe sehr oft zu Hause getrunken. Mein Vater hat das auch getan. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Als ich begriffen hatte, dass er abhängig davon ist, habe ich erkannt, dass ich scheinbar selbst an deinem Verhalten Schuld trage. Ich befinde sie für schuldig. Sie dürfen Platz nehmen. Der Nächste... Denkst du im Ernst, dass da noch jemand was zu sagen hat? Na was denn, jetzt nicht gleich die Flinte ins Korn werfen? Heute hat jeder einen Versuch. Emily. Wer hat dich in diese Posse mit reingezogen? Spiel nicht den Pausenclown, Mason. Du sagtest mir mal, du wärst das schwarze Schaf der Familie. Ich dachte, du machst Witze und ich fragte Greg, was du gemeint hast. Ich weiß nicht viel von dir, Mason, aber ich spürte gleich, dass deine Familie furchtbar stolz auf dich ist. Sie bewundern dich in allem, was du tust. Sie erzählen sich gegenseitig, was du gesagt hast, weil sie dich für unheimlich klug halten. Und sobald du auftauchst, flippen alle vor Freude aus, weil du sie mal besuchen kommst. Es ist wirklich nicht gerade fair, dass sich alle um dich reißen und du scheinst das nicht einmal bemerkt zu haben. Außerdem warst du etwas ganz Besonderes für meine Schwester Lisa. Als sie von mir erfahren hat, dass du wieder trinkst, hat sie sogar geweint. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Und um ganz ehrlich zu dir zu sein, für mich warst du nie was Besonderes. Ich bin bei einem Alkoholiker groß geworden. Es mag falsch sein, aber ich habe versucht, das so gut wie möglich zu verdrängen. Manchmal habe ich noch diesen Traum. Mein Vater kommt in mein Zimmer und dann legt er seine Hände auf meine Schenkel.
Ich tat, als ob ich schlafen würde, ließ die Augen zu und konzentrierte mich darauf, was ich am nächsten Tag zur Schule anziehen könnte. Ich fand es schrecklich und ich kann es nicht vergessen. Lisa hat ihn aufgehalten. Ich will damit nicht sagen, dass du deiner Tochter jemals so etwas antun würdest. Aber glaub mir, es ist doch so schon schlimm genug für sie. Greg hat dich sehr gern. Aber du kommst niemals zu uns, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und um dir die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe auch, dass du es niemals tun wirst. Oh, jetzt hätte ich doch fast deinen Termin verschwitzt. Setz du dich gleich wieder hin, du schwankst etwas. Das ist nur der Kaffee. Dann geh, mein Junge. Und vergiss die Bezahlung nicht. Aber klar, das ist nur gerecht. Und es ist weniger, als ein Seelenklempner euch gekostet hätte. Mason! Du hast immer gesagt, wir wären uns furchtbar ähnlich. Du nennst uns den Halbblutclub. Aber ich bin nicht wie du. Ich sterbe nicht vor Selbstmitleid und das solltest du wissen. Verstehe dich gut. Ich rede vor Publikum auch nicht gerade gern, außer ich werde dafür bezahlt. Aber ich habe dir was Wichtiges zu sagen. Du schadest Samantha. Ich versuche nicht, dir irgendwelche Schuldgefühle einzuimpfen, denn um Schuld geht es hier nicht. Sehr viele Menschen sind bei miserablen Eltern aufgewachsen. Das weißt du genauso gut wie ich und aus denen ist auch etwas geworden. Und Julia wird dafür sorgen, dass es ihr gut geht. Aber du musst auch daran denken, wie du es schaffen willst, eines schönen Tages mit der Tatsache fertig zu werden, dass dein eigenes Kind dich verabscheut. Wenn du Samantha wirklich liebst, sollte dir das zu denken geben. Tu ihr das nicht an. Du musst damit aufhören. Ich bringe dir was zu lesen. Willst du, dass ich dein Tagebuch lese? Das sind leider nur Geschäftsunterlagen. Ich habe gehofft, du würdest mir vielleicht ein paar Tipps geben. Willst du einen Kaffee? Ich war gerade welchen holen. Nein, danke. Das sieht verändert aus. Ich habe mich umgezogen. Das steht dir wirklich gut. Du siehst total fertig aus. Das liegt am Licht. Es tut gut, dich zu sehen. Vielleicht sollte ich duschen. Ich habe mein Geld heute Nacht förmlich mit Schweißperlen verdient. Du hattest recht. Hier drin ist es wirklich sehr still. Es ist noch stiller, wenn wir auch still sind. Du bist wirklich bildschön. Und du bist sehr, sehr nett. Ich habe dich fürchterlich behandelt, aber du bist trotzdem noch freundlich zu mir. Weil ich mich in dich verliebt habe.
Ja, ich weiß. Das finde ich ja so nett an dir. Okay. Es gibt keinen Weg, nicht wahr, Mason? Ich meine für uns. Nein, ich denke nicht. Es tut mir so leid. Ich neige dazu, immer und immer wieder das Märchen vom Prinzen zu träumen, der mich auf sein Schloss holt. Jetzt weiß ich, dass es wieder nur ein Traum gewesen ist. Ich wollte, dass du herkommst. Ich wollte, dass du meine Geliebte wirst. Nie hatte ich eine Geliebte und Ehefrau gleichzeitig. Das klingt doch ganz nach mir. Wieso kriege ich niemals genug? Wie sagt man doch, was du besitzen kannst, das wird irgendwann einmal langweilen. Ich schätze nur, ich muss mich etwas ändern. Nicht für mich. Das weiß ich. Ich nehme an, das ist genau der Punkt. Großartig. Können wir jetzt endlich was essen gehen? Ich kapier's nicht. Brandon war nicht da und die Schule war abgeschlossen. Vermutlich hat ihn jemand mitgenommen. Ich wurde angerufen und gebeten, ihn abzuholen. Ruf doch erst mal kurz zu Hause an. Oder besser noch, wieso gehen wir nicht alle nach Hause und plündern den Gefrierschrank? Nein, ich ruf jetzt erst an. Langsam mache ich mir Sorgen. Mac, ich halte das gleich nicht mehr aus. Ich bin am Verhungern. Würdest du mich nach Hause fahren? Mal nachsehen, ob sie die Schlüssel da lassen. Ich schäme mich für dich. Ein kluger Mann sollte wissen, wie man dein Auto kurz schließt. Okay, du kannst mich auf dem Heimweg dafür bestrafen. Das sollte eigentlich ein Teil der Überraschung sein. Ich wollte unsere Urlaubsreise mit einem Essen besiegeln. Ganz schön dreist von dir anzunehmen, ich wäre einverstanden. So bist du nun mal. Ich habe offen gestanden keinen Hunger. Du? Nein. Ich sag Rosa, dass sie es einpacken soll. Vielleicht sind Greg und Emily hungrig. Und ich habe gedacht, dass wir an den Jungen rankommen könnten. Vielleicht, wenn Julia dabei gewesen wäre. Woher willst du eigentlich wissen, ob du nicht doch an ihn rangekommen bist? Ihm war das vollkommen egal. Ach, ich wünschte, ich könnte sofort mit dir wegfahren und das alles hier vergessen. Hallo? Moment, Moment, wen wollten Sie unter dieser Nummer erreichen? Wer ist denn da? Nein, hier gibt es leider niemanden, der Sophia Wayne heißt. Ihr Name ist Sophia Capwell, Sir. Ja, Sie können mit ihr sprechen. Steven, was weiß ich wer. Und was will er? Keine Ahnung. Hallo? Ja? Och, es ist lange her, aber... Nein, ich habe kein Engagement zurzeit. Im Moment mache ich etwas ganz anderes. Ich bin sozusagen seit längerer Zeit Geschäftsfrau. Oh, danke, das ist sehr nett von Ihnen. Aber ja, ich glaube, ich würde es wirklich gern lesen. Wie wäre es... Nächste Woche? Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Hallo? Du meine Güte, was war denn das? Ein Produzent aus Hollywood. Nach all den Jahren schickt man mir auf einmal ein Drehbuch. Was soll ich denn davon halten? Und es ist alles so schnell gegangen. Er hat nicht mal meine Antwort abgewartet. Denkst du noch daran, dass ich deine Antwort schon bekommen habe? Ich bleibe nur für eine Minute. Tut mir leid, Mason, aber das ist leider unmöglich. Ich will nur kurz Samantha besuchen. Es ist 11 Uhr durch.
Julia, ich werde mit dem Trinken aufhören. Ich habe schon mal geschafft und ich schaffe es auch jetzt. Mach wenigstens die Tür auf und sieh mich an. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich bin ganz sicher, du würdest eine Veränderung sehen. Glaub mir, es würde sich lohnen, Julia. Ich liebe dich. Und ich weiß jetzt, dass dazu auch Verantwortung gehört und das nicht einfach nur so ein Gefühl ist, was höchstens mal auftaucht, wenn ich dich sehe. Es fällt mir verdammt schwer, diese Einsichten einer Holztür zu beichten. Bitte, mach die Tür auf. Was ist das? Lies es dir einfach ganz in Ruhe durch. Hast du mir einen Brief geschrieben? Mason, ich bezweifle nicht, dass du dir vorgenommen hast, mit dem Trinken aufzuhören. Und ich wünsche dir viel Glück. Ich weiß, dass du es erreichen kannst. Aber ich kann nur tun, was ich jetzt für richtig halte. Das ist eine einstweilige Verfügung. Darin wird dir auferlegt, dich allerhöchstens bis auf 5 Meter meinem Haus und Samantha oder mir zu nähern. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, dass du mich liebst. Nur leider kann ich mich zurzeit nicht besonders darüber freuen, glaub mir. Wieso hast du dir mein Auto unter den Nagel gerissen? Ich habe unsere heißgeliebte Mutter heimgefahren. Mach dir keine Sorgen mehr um Brandon. Es geht ihm gut. Ich weiß, ich habe mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, er wurde nach Hause gebracht und er ist bereits seit 8 Uhr da. Ich kapiere das nicht. Ich meine, ich schicke ihn auf eine Privatschule und gebe horrende Summen aus, damit er besondere Zuwendung kriegt. Und die wissen nicht mal, wie ein Kind heißt. Er wurde vielleicht doch später abgeholt. Du weißt, wie Kinder sind. 8:30 Uhr, Zeit spielt für sie keine Rolle. Deine Schlüssel, Schwesterchen. Du Bösewicht. Du Schwerverbrecher. Sei froh, dass ich dir nicht noch mehr geklaut habe. Hey. Ist doch merkwürdig, dass ich fast jedes Mal für Moms Essen zahle. Du führst uns zwar groß aus, aber wir essen nie was. Und dann kann ich sie immer nach Hause bringen. Und auf dem Weg fahre ich dann jedes Mal zu einem Hamburgerstand und besorge irgendwelches Junkfood. Das nervt dein Leben. Leg dich ab, Meg. Es ist kein Wunder, dass du reich bist. Niemand soll mir nachsagen, dass ich eine schlechte Schwester bin. Hier. Reicht das fürs Erste, ja? Gut, ich beschwere mich nie wieder. Denk ja nicht, das geht so weiter. Irgendjemand versucht, bei uns einzubrechen, Julia. Wo denn? Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass jemand ums Haus schleicht. So ein Mistkerl. Mason? Ja, hast du mal auf Samantha gesehen? Sie schläft. Was machen wir denn jetzt? Wir machen gar nichts. Er kommt schon nicht rein. Diesem Kerl traue ich alles zu. Julia Capwell, ich weiß, dass du da drin bist. Komm sofort mit erhobenen Händen raus. Oh mein Gott. Aber still, was für ein Licht bricht durch das Fenster dort. Es ist der Osten und Julia ist die Sonne. Geh nach Hause, Mason. Das versuche ich doch, weil ich dich über alles liebe. Ich liebe meine Frau und meine Tochter. Ich liebe unser Leben und ich werde es nicht aufgeben. Fang! Rühr es nicht an. Na gut, tu es. Ein Zentimetermaß. Ich bin genau 5 Meter und 17 Zentimeter von unserem Haus entfernt. Du kannst nachmessen. Was haltet ihr da für einen Schwachsinn? Julia, schenk mir dein Herz und sag ja. Julia, Julia. Ich befürchte, jetzt hat's ihn endgültig erwischt. Hast du eigentlich schon gewusst, dass es heutzutage ungefähr 79 Gedichtbände in unserer Sprache gibt, in denen der Name Julia auftaucht? Und ich habe nicht mal eins davon geschrieben. Komm rein. Ich beginne jetzt mit der ersten Lesung des Abends. Mal sehen, ob du dieses Standardwerk auf Anhieb wiedererkennst.
Kehr dich endlich zum Teufel, du Schwachkopf! Wenn sei dich das Haar meiner Julia schimmert, dann, oh dann, mein Herz vor Liebe wimmert und mir die Wollust vor Augen flimmert. Die Lust mir den sonst so klaren Geist zerstört, dieser wohlgeformte Körper die Seele mir betört. O Herr, wie kann ich's nur schaffen, dass sie mich erhört?